Herzlich willkommen zur Schulungsreihe Smart Meter verstehen und anwenden. Im dritten Video widmen wir uns dem Thema Energiemanagement in KMU. Unter Energiemanagement verstehen wir die Erfassung und Analyse aller Energieflüsse in einem Unternehmen. Es ist ein wichtiges Werkzeug und bietet Unternehmen vielseitige Möglichkeiten, um Kosten zu reduzieren, Energie zu sparen, Effizienzpotenziale zu heben und bietet somit einen wirklich wichtigen Beitrag für die Klimaziele. Die Grundlage für Energiemanagement bildet die Erfassung von Energiedaten. Diese erfolgt in der Regel mit Hilfe von Zählern. Der digitale Zähler, fachlich auch moderne Messeinrichtung genannt, ersetzt schrittweise den Ferraris-Zähler, diesen alten schwarzen Kasten mit der Drehscheibe. Der digitale Zähler kann die aktuell bezogene Leistung anzeigen und speichert Jahres-, Monats-, Wochen- oder tagesweise die Stromverbrauchswerte für maximal 2 Jahre. Daten senden oder empfangen ist mit dem digitalen Zähler alleine allerdings nicht möglich. Hierzu wird ein Kommunikationsmodul, ein sogenanntes Smart Meter Gateway, benötigt. Beides zusammen bildet dann ein intelligentes Messsystem, auch Smart Meter genannt. Auf die Daten zum Stromverbrauch kann dann vom Smart Meter aus zugegriffen werden. Durch Analyse dieser gemessenen Energiedaten lassen sich Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit im Unternehmen ableiten. Hierzu sind verschiedene Softwarelösungen am Markt, die, wie in unserem Beispiel hier, Auswertung und Visualisierung bieten. Man kann Energiemanagement auch systematisch in die Abläufe des Unternehmens integrieren und strukturiert dokumentieren. Das wird als Energiemanagementsystem bezeichnet und kann, je nach Komplexität, auch zertifiziert werden. Energiemanagementsysteme dienen der Erfassung von Energieflüssen und unterstützen bei der Entscheidung zu Investitionen. Durch diese Systeme bieten sich gerade für große Unternehmen folgende Vorteile: Lastspitzenmanagement zur Reduktion der Energiekosten, Analyse und Prognose des Energieverbrauchs oder Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und der Nachhaltigkeitsziele. Energiemanagement kann beliebig komplex im Unternehmen aufgebaut werden. Neben der simplen, regelmäßigen Erfassung von Zählerständen bis zur Messung an Anlagen oder Anlagenkomponenten, Visualisierung und Auswertung der Daten, Energiecontrolling bis zur Implementierung neuer Prozesse in die Organisationsstruktur ist vieles möglich. Einfache Lösungen hierbei werden wir in den nächsten Videoteilen betrachten. Ein Unternehmen, was beispielsweise ein Energiemanagementsystem eingeführt hat, ist das Technische Betriebsamt des Universitätsklinikums Tübingen, welches das technische Gebäudemanagement übernimmt. Durch die Verbesserung der Prozessabläufe und die kontinuierliche Überwachung und Auswertung der Energiedaten konnte das Unternehmen 7.500 Megawattstunden Energie einsparen. Ein anderes Beispielunternehmen ist die Wäscherei CityClean. Neben dem Einsatz effizienter Komponenten steht vor allen Dingen auch die energieeffiziente Betriebsweise im Fokus. Kontinuierliches Monitoring stellt sicher, dass die erzielten Einspareffekte auch langfristig erhalten bleiben. In den nächsten Videos schauen wir uns die Technik etwas genauer an und lernen, wie Energiedaten erfasst und ausgewertet werden können. Viel Spaß beim nächsten Video!